Der Sponsor der heutigen Folge ist Jochen Schweizer. Bei Jochen Schweizer findest du tausende außergewöhnliche Erlebnisse, die du verschenken oder natürlich auch selber erleben kannst. Auf der Website von Jochen Schweizer haben wir eine bunte Auswahl an coolen Erlebnissen für dich zusammengestellt. Ihr könnt dort zum Beispiel Canyoning, Kanufahren, Kajakfahren oder Rafting ausprobieren. Das Survival Camp gibt es für 1, 2 oder auch gleich 3 Tage. Fallschirmspringen, Quadfahren oder Gleitschirmfliegen. Also ihr seht schon, eine riesige Auswahl an vielen Abenteuern. Zu Land, im Wasser oder in der Luft. Jochen Schweizer hat da was für euch. Und ihr bekommt sogar noch 5% Rabatt mit dem Code 7vswild23. Klickt jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung, um ein Geschenk auszusuchen oder euer eigenes Abenteuer zu erleben. Vielen Dank an Jochen Schweizer für Sponsoring dieser Folge und jetzt viel Spaß und Film ab. So Leute, 14 Tage. So, hat er nicht. Wo ist deiner? Ja, ich hab den abgemacht beim Duschen, weil der war in meinen Haaren. Oh, ja, ich hab auch, aber ich hab ihn dann wieder rangemacht. Okay. Bei mir war es komplett die Höhen und Tiefen, direkt am Anfang, am Flughafen komplett die Probleme, wurde rausgezogen, so viele Fragen, die auf mich zukamen, was ist das für ein Projekt, was wollt ihr machen, wie geht das hier weiter, und ich weiß ja selber nicht viel und hing dann da vor den Polizisten und dachte, scheiße, musste gefühlt mein ganzes Leben irgendwie offenlegen. Und Anka auf Bike hat gerade geschrieben, die hat was vergessen, ich werde gerade komplett gebumst. Ach, ist weg. Ich bin einfach weg. Ja, siehst du. Jetzt muss ich allein da reingehen oder wie? Also direkt mal abenteuerlich reingestartet. Oh mein Gott! Was hast du denn gesagt? Was hast du denn gesagt? Alter! Dann wurde es aber nur noch besser und besser. Die Aussetzung kam, ich war wirklich total aufgeregt. Ich glaube, man kann es auch sehen bei der Aussetzung. Ich bin so drüber gewesen, einfach. Ich habe den ersten Fisch gefangen! Alter! Komplett gehypt und aufgeregt einfach, dass so ein Projekt jetzt startet. Man ist dabei und hab die Aussetzung aber als was voll Schönes in Erinnerung. Wir haben direkt Süßwasser gesehen, wir haben direkt Schnecken gesehen. Also wir wussten, okay, wir haben die Nahrung, wir haben das Wasser, wir können hier 14 Tage überleben. Und deswegen würde ich sagen, war geil. Man kam dahin und hat sich schon wohl gefühlt. Und das war das absolut Wichtigste, dass du zu einem Spot kommst und dir gleich mal denkst, ja okay, da können wir jetzt bleiben. Als wenn du dir denkst, ach du heilige Scheiße. Ja. Echt jetzt? 14 Tage hier? Boah, das Erste, was wir gemacht haben, ist, dass wir unser Zeug irgendwo hingepfeffert haben, wo wir wussten, da kommt jetzt die Flut höchstwahrscheinlich nicht hin. Und dann dachten wir gehen jetzt kauten. Also hier ist nur so ein mini kleines Bächlein, das kann es nicht sein, wir müssen andere Ressourcen haben und sind erstmal recht straight in die Pampa rein für ich weiß nicht wie viele Stunden. Und wisst ihr, was das Dümmste an der Sache ist? So der Gedankengang war nicht so, boah, lass mal scouten gehen, ein bisschen überlegen, Wasser führt zu mehr Wasser, wir müssen einfach dem Wasser folgen. Nein, weißt du, oh, so fucking dumm. Dann sind die Bäume links. Wir so, oh, eigentlich voll die coole Fläche, aber lass mal Full Send rechts rein, einfach durch den Scheiß uns durchschlagen. Vor allem, wir haben uns dann so eingebildet, dass wir an manchen Stellen schon so Einstiegslöcher gesehen haben. Da ist die Orga lang gegangen, wir gehen da jetzt lang und wir so, da ist ein Weg, da ist sicher die Orga, aber die da war halt literally gar kein Weg, da war einfach wirklich gar kein Weg. Ja, das und hat dann dazu geführt, dass wir dann in der Nacht einfach nur auf unserer Plane in den Schlafsäcken gepennt haben. Und das Geilste war, weißt du, wir sind komplett in der Pampa. Nichts, nur Büsche um uns rum. Wir schlagen uns durch. Ich verliere die GoPro. Wirklich, ich bin der größte Tollpatsch. Also die wichtige Kamera, wo schon alles drauf war. Und ich einfach so, Hannah, ich habe meine GoPro verloren. Und wir sind Wildcard, weißt du, wir kennen uns nicht gut. Und das Erste, ich habe alles verkackt, weißt du. Ich verletze mich hier, ich verletze mich da, ich verliere das. Hannah, das kann man so nicht sagen. Boah, das wird geil. Wird geil. Nein, aber ich habe dann auf sie aufgepasst. Ja, wurde gut. Also bei uns beiden ist es ja sehr offensichtlich, wir sind das Wildcard-Team. Wir stehen vor einer Problematik, die kein anderer hat. Wir kennen uns nicht so, wie alle anderen Teams sich kennen. Wir konnten vorher nicht zusammenwachsen. Ganz klar, wir haben uns in der Zeit jetzt hier wirklich so kennengelernt. Und ich denke, dass man das auch sehr, sehr, sehr gut verfolgen kann, wie wir uns wirklich kennengelernt haben. Wenn man sich die Folgen zu Beginn bis zum Ende anguckt, merkt man, wie wir am Ende ein viel besseres Team sind als am Anfang. Und ich denke, dass das wirklich super, super cool ist, irgendwie auch für uns zu sehen, wir sind in der Lage, ein Team zu bilden. Wie viele Menschen haben bei mir gesagt, boah, der Affe, der kann gar nicht mit anderen Menschen, die ist nicht teamfähig, die ist immer nur alleine unterwegs in der Welt. Und das ist fein, klar denkt man das von außen, aber wie oft habe ich Probleme mit fremden Menschen auf meiner Reise bewältigt und wie oft hast du Probleme mit fremden Menschen bewältigt? Wir sind beide unfassbar harmoniebedürftig,
sehr selbstreflektiert und ich glaube, wenn es irgendwo Probleme gäbe, wir haben die immer schon im Keim erstickt, weil wir halt sofort offen über irgendwas geredet haben. Mhm. Wenn wir nur den Hauch einer Vermutung hatten, dass wir den anderen nerven oder dass irgendwas nicht passt. Und deswegen, weil die Frage war, ob wir Probleme miteinander hatten oder so. Nö. Also es gab bei uns nie Streit, nie, dass wir uns angezickt hätten. Bei uns ist es einfach immer, diese Verbindung eigentlich immer intensiver geworden und immer freundschaftlicher. Das ist eine Verbindung, die wirst du nie mehr zu einem anderen Menschen haben. Also das ist was, das wird uns unser Leben auf eine ganz besondere Art und Weise also verbinden. Ja. Das ist halt einfach, ja. Also wirklich, das ist eine Schwester, die man nie hatte. Ohne ja, Witz, voll. Ich habe, also jetzt mal literally real talk, okay? Wir sitzen nebeneinander, Shelter, Flut ist da, wir hatten eine kleine Insel. Wir pissen 1 Meter nebeneinander. Es ist so, du wächst mit diesen Menschen von Tag 1 so zusammen, du machst Sachen vor dem, den würdest du das vor anderen du nie machen. Nie. Das war auch krass. Wir dachten, dass wir vielleicht manchmal unsere Momente haben werden, wo wir allein sein wollen. Das dachten wir ja im Vorhinein. Ja, nö. Also, ohne Witz, ich bin so vermisst. Ich habe immer mit ihr gekuschelt und so. Ich denke mir so, alter Anna, können wir uns wieder zueinander drehen? Ich vermisse die schon. Das war krank. Das war echt, aber schon schön. Ja. Ich glaube, die erste Nacht war extrem entscheidend für mich mit dem Wolf. Wir sind in der ersten Nacht wirklich einfach nur auf unserer Plane auf dem Boden gelegen. Und dann kam halt einfach mitten in der Nacht ein Wolf 3 Meter vor unserem Shelter vorbei. Und ich war ja auch die vorher schon gesagt hat, ich habe ein bisschen Angst in der Dunkelheit und wenn ich dann Tiergeräusche höre und so. Und dann hatte ich gleich in der ersten Nacht diese Begegnung. Und ich habe mir davor so sehr eine Wolfssichtung gewünscht. Und dann stolziert der 3 Meter von uns entfernt vorbei, würdigt uns keines Blickes, geht einfach vorbei. Und das war für uns beide so ein krasser Moment, also auch für dich, glaube ich, diese Wolfssichtung. So geil, ja. Das war so was Schönes, weil das halt auch so mystische Wesen sind. Und danach war für mich keine Nacht mehr ein Problem. Ich hatte nicht mehr Angst. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Da wusste ich dann, okay, 14 Nächte hier, okay, alles gut, kein Problem. Also für mich, keine Ahnung, war ein Wolf. War super geil, das zu sehen. Das tu jetzt nicht so, sie hatte das Bärenspray in der Hand. Ja, weiß ich hatte ich war so ready für den Kampf. Ja, ne? Genau. Also, er hat uns einfach also, nicht angeguckt. Man sieht das dann schon in unseren Reactions. Ja, klar, man wird es ja sehen, wie wir reagiert haben. Ja, genau. Und das war eine krasse Situation. Natürlich will ich jetzt nicht sagen, es hat mich gar nicht gejuckt. Es war eine schöne, schöne Situation, die wir direkt am Anfang so gemeinsam erleben durften. Ja. Für mich aber, glaube ich, nicht die prägendste. Also, für mich waren es dann so Tag 2, 3 und 4, wo ich halt, ich bin halt ein Mensch, der denkt einfach nie nach. Nie, 0,0. Ich mache halt einfach jeglichen Scheiß. Weißt du, verliere ich irgendwie an Tag 2 oder so meinen Handschuh, der schwimmt im Meer weg. Ich so, oh nee, jetzt echt da hinterher. Oh nein, mir ist mein Handschuh reingeflogen. Und dann bin ich einfach hinterhergesprungen, direkt Knie so ein bisschen aufgeschlagen und so. Dann am nächsten Tag einfach barfuß mit einer Säge mir reingehämmert in die Hand. Also wirklich diese dummen Sachen. Das bin aber ich so und das passiert mir immer, immer wieder. Und ich habe dann aber gemerkt, und es ist völlig verständlich, dass der Partner dann so denkt, oh Junge, das wird hier keine 14 Tage gut gehen, wenn die sich so benimmt. Und dann hat es aber sehr, sehr gut funktioniert, weil ich dies einfach dann nicht mehr gemacht habe. Also uns war klar, das Einzige, was uns so raushauen kann, ist einfach, wenn sie sich selbst ins Aus katapultiert, weil sie sich halt verletzt. Ja. Und ja, habe ich ein bisschen auf sie aufgepasst. Hast du gut gemacht. Doch das große Messer nehmen wir home. Ja, das hattest du sowieso nie. Es war von Anfang an klar, dass das mein Messer sein wird. Weiß ich jetzt nicht, vorher auch mal Holzklammer. Nö. Das ist jetzt ein bisschen krass, weil wir dachten auch, wir werden voll die vielen Probleme haben. Aber uns ging es eigentlich wirklich gut. Ich glaube, ein Problem war, wir hätten gern einen besseren Spot gehabt, wo man besser angeln kann. Und das haben die Gegebenheiten einfach nicht hergegeben. Und wir wollten halt schon auch ein bisschen zumindest ein Shelter bauen und das Material im Wald, das war halt alles morsch. Es war alles morsch. Es war auch schwierig, Brennholz zu finden, weil halt dieses morsche Holz, also das waren jetzt Probleme. Wir dachten auch am Anfang, dass vielleicht diese lange Zeit, dass das irgendwann so nach hinten raus extrem zäh werden könnte. Und Alter, die Zeit ist verflogen. Jeden Tag wie das war so krass. Jeden Tag wie so ein Junge.
schon Tag 5, schon Tag 10, ey, schon Tag 13. Und an Tag so, 13, ich stehe auf, das ist der geilste Tag. 14, noch besser. Ja. 15, hä, schon Abholung. Ja. Die hupen uns wach. Ich denke, was ist los? Also, es ist wirklich so, wenn jetzt gesagt hätten, es gibt irgendein Problem oder irgendwas und sie können uns erst in 2 Tagen holen, dann wären wir so, ja, okay. Dann halt, dann kochen wir halt nochmal Schnecken. Dann kochen wir halt nochmal Schnecken, komm. Ja. Ich glaube, für mich war auch, wie du schon sagst, das größte Problem, dass ich so viel mit Indigenen auf meiner Reise einfach gelebt habe. Ich war auf Vancouver Island, habe mit denen gelebt, in den USA, dann in Kanada. Ich habe so viel, auch jetzt gar nicht wegen Seven Wonders Wild, das ist einfach meine Reise und das begleitet mich. Und genau, ich hab, Junge, ich habe mich so krass gefühlt. Ich war so, ich habe mich so gefreut auf den Fluss, weil ich so viel in Flüssen geübt habe. Und auch auf die Pflanzen, weil du halt auch Sachen gelernt hast über bestimmte Pflanzen und so weiter. Weißt du, dann, ich bin da drin, 8 Tage, voll sind durchgeblutet. Also, es ist so. Sorry, aber es ist Realität als Frau da draußen. Ja, die haben hier schon die Folgen gesehen, die wissen schon, um was es geht. Ja, und also Hose jedes Mal sauber machen, du willst dich auch vor Wildtieren schützen. Also, das war wirklich auch ein Problem. Immer den Tampon anzünden, dann wird das Feuerzeug immer ein bisschen weniger. Und. Kannst es aber auch nicht am Spot machen, weil das die Wildtiere anlockt. Und es ist jetzt nicht, dass du dann stirbst und einen Bärenangriff hast, aber die Wahrscheinlichkeit ist größer. Ja. Und die ist halt da. Und deswegen machst du es halt nicht am Lager. Und das war schon eine Thematik irgendwie. Und dann habe ich mit Einheimischen so viel gelernt, was für Pflanzen, also es sind giftige Pflanzen teilweise, und dann kannst du aber das Innere rausschaben und das ist eisenhaltig und daran kannst du rumlutschen, dir Tees machen und es war alles so tot. Einfach, es war alles so tot. Deswegen waren wir auch scouten, weil wir eben dachten... Aber man will sich nicht beschweren, wir hatten Schnecken sieht. Das ist ja auch nicht beschweren oder so, aber wenn wir jetzt ein Problem finden müssen, dann war das so das, was am ehesten doof war. Ja. So kann man das, glaube ich, Schnecken waren so geil. Ne? Jeden Morgen, wir wachen auf, ist okay, müssen jetzt aus dem Bett. Aber eigentlich war auch ein geiler Tag, weißt du, und dann startest du, isst die Schnecken. Wow, Junge, die Kreativität, die kam rausgeschossen, ich hatte Bock auf alles. Das war krass. Oh, hä? Die schmeckt richtig gut. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ich habe die Schnecken nicht so gefühlt. Ja, ich fand's geil, ihr Gesicht war witzig. Ja, ich habe so 1/3 gegessen und sie so 2/3 der Schnecken, wenn überhaupt. Ja. Aber es war auch gut so, das passt schon. Ja. Mir fällt direkt ein Punkt ein, wo ich sage, das hat uns zusammengeschweißt und man wird es auf der Cam merken, Tag 5. Wo wir den Krebs aus der Reuse holen. Ja. Wir haben gekreischt, Junge. Alter, da ist einfach eine Riesenkrabbe drin. Krass. Wow. Der Riesen. Das war so geil. Weil, Junge, ich bin da mit 53 Kilogramm reingegangen und du willst die 14 Tage essen, gerade wenn du weißt, wie diese Nahrungsbeschaffung geht, und dann bist du da und denkst dir, was esse ich? Und dann holst du den Krebs da raus und es war so, es hat uns so verbunden. Wir haben den gemeinsam getötet, ich als auch du, wir haben das gemeinsam bewältigt. Und das erste große, in Anführungsstrichen, Arbeit, Problem, vor dem wir standen, haben wir so gut gelöst. Und dann zusammen zu sehen, ey, was können wir für Nahrung beschaffen, wie kann uns das wieder... Es war wirklich so ein Reset-Button. Ja, Tag 5. Es war krank. Guckt euch das gute Fleisch an. Live-Tasting? Ich finde es lecker, ich habe gerade gekostet. Ich finde Krebs unfassbar lecker. Ja. Und ich glaube, man merkt dann auch oft an den Tagen danach, dass so die Beziehung ganz anders geworden ist. Voll. Also ich glaube, sie war vorher schon gut, aber noch ein bisschen distanzierter. Mhm. Und danach war echt so, ja. Das ist mein Bro, würdest du jetzt sagen. Mein Brudi, das wird sie sagen, das ist mein Brudi. Ja. Aber ist auch so. Ich bin auch richtig happy. Okay. So. 10/10. Flasche einfach geil. Darf man das so ganz eingebildet sagen, die war so wirklich gut. Geil. Wirklich im Nachhinein. Wir haben das so oft erwähnt und uns überlegt und dachten so, das ist so krass ausgewählt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, Das hat Hannah gut gemacht, weil ich war auf Reisen. Wir haben uns natürlich immer abgesprochen, was nehmen wir mit, was bietet sich an. Ich habe vor allen Dingen mich ums Angelzeug gekümmert, aber Hannah hat es wirklich so krass gut in diese Flasche gepackt. Und die Leute kennen mich jetzt ein bisschen,
Ich habe das niemals hinbekommen. Ich hatte 5 Minuten vorher gepackt, plane, oh, passt nicht, das passt nicht. Und da war alles drin, was wir brauchen. Und ich habe immer wieder gesagt, Hanna, es ist so gut gemacht, weil es war alles drin. Ich habe meinen Monk raushängen lassen. Ja. Aber das klingt jetzt so, als hätte ich mir alles überlegt. Das ist ein Blödsinn. Wir haben alles zusammen kommuniziert und uns abgesprochen, was brauchen wir drin. Und ich habe dann bestmöglich versucht, möglich zu machen, dass es in diese Flasche passt. Und das habe ich irgendwie geschafft. Ich frage mich bis heute, wie das ging, vor allem so oft. Und ja, war eigentlich alles echt. War alles geil. War schon so. Wir haben alles gebraucht. Der Filter, wir hätten, falls es einen besseren Filter gegeben hätte, an Tag 14 hat sich der zugesetzt, dann mussten wir echt abkochen, aber bis dahin auch top. Aber oh ja, keine Ahnung, ob es überhaupt eine bessere Alternative gegeben hätte als das. Aber da ist einfach, war stolz auf Hannah. War super. Oh, danke. Ja. Müssen wir jetzt ein Item benennen, was uns wirklich, wirklich gut gefallen hat im Vergleich zu den anderen, dann würden wir beide vermutlich das Multitool wählen. Ja. Da war alles dran, da war ein kleines Messer dran, da waren alles dran. Säge, wir haben halt auch haben abgekocht. Genau, zum Abkochen haben wir halt immer die Zange gebraucht. Das heißt, ohne Multitool wäre das einfach echt kacke gewesen. Und es gab so viele Kleinigkeiten, wo wir das Multitool einfach wirklich gebraucht haben. Das war echt wichtig. Und was wir nicht so gebraucht haben, ja, die Säge hätte nicht sein müssen, weil wir halt kein Baumaterial hatten. Selbstverletzung. Und wir halt echt nicht so viel bauen konnten. Ich meine, wir haben sie benutzt, aber ja, wäre jetzt nicht Muss gewesen. Und was auch kein Muss war, war fancy, außer dann beim Basteln am Schluss doch noch, waren die Speere. Ja, die Speere, Junge, die sind auch ganz oben mit dabei. Ich fand, die sahen geil aus. Ja. Die haben mich glücklich gemacht. Und wisst ihr, das ist so, ich liebe so kleine Sachen, die sind komplett unnötig. Und viele Leute würden da reingehen, einfach nur mit Sachen, die Sinn machen. Aber da ist das Mentale so wichtig. Du musst einfach nur, es ist nur deine mentale Stärke. Und ich habe auch bei einem anderen Spot hätten sie auch Sinn gemacht. Ja, aber die Vorbereitung war trotzdem bei mir gefühlt mehr mental als alles andere. Und ich war da, ich habe die Speere angeguckt und die haben mich einfach glücklich gemacht. Ich habe alles glücklich gemacht. Ja, das war schlimm. So, das ist ein Schuh. Das ist einfach, ich fand alles geil. Wir haben einmal so Ruinen gefunden. Einfach 2 Paar Schuhe. Hier, jetzt das Pipi gehen in der Nacht einfacher. Muss nicht immer in meine Motorradschuhe, sondern kann hier reinschlüpfen. So, Hanna hat richtig diesen wertvollen Part übernommen, Holz mitzunehmen. Ich sehe eine Tasse, ich denke mir, yo, das ist es. Ich sehe einen Blumenstrauß. Weißt du, dann hoppeln wir da irgendwie gefühlt einen Kilometer durch die Wildnis und ich habe Gläser mit dabei. Ich mit 15 Kilo Feuerholz am Tag 9. Ah, komm, die Deko hat glücklich gemacht. Ja, ist auch wichtig. Wichtig für die Seele. War unser Shelter schön. Ja, haben wir gut heimelig gemacht. Ja. Wir nehmen das Positive mit. Freundschaft. Ja, das ist echt, also... Irgendwann sind wir beide 90, sitzen irgendwo auf der Veranda. Boah, wenn ich da noch lebe, ey. Klar. Ich lock mich selbst Ja, du bist zwar tollpatschig, aber du würdest sonst nicht jetzt 4 Jahre schon auf deinen Motorradreisen so geil durchkommen. Wenn, also, weißt du, tollpatschig sein ist ja okay, wenn man sich immer wieder kleine Verletzungen macht, aber du weißt ja trotzdem, was du machst. Ja, also wirklich einfach eine so unfassbar geile Zeit. Was nimmt man mit? Die so eine enge Bindung mit einem Menschen. Und auch mit den ganzen Leuten hier, der ganzen Crew und so. Das ist, gerade für mich als Wildcarder unter 10K, wo ich ja null mit den ganzen Leuten zu tun habe, ich bin so unfassbar herzlich in diesem Kreis aufgenommen worden. Ich fühle mich hier so wohl, ich verstehe mich mit allen so gut. Dass ich habe so das Gefühl, als wäre ich immer schon da gewesen. Und das ist so das Schönste, was man irgendwie mitnehmen kann. Diese ganze Zeit mit diesen ganzen Leuten. Und diese Erfahrung, einfach 14 Tage zu zweit auf so einem wunderschönen Fleckchen Erde. Also es gibt so viele positive Dinge. Du kannst gar nicht mehr aufhören, die alle aufzuzählen, weil das halt alles so krass war. Es war so eine fucking geile Zeit. Ja. Kann man sich nicht vorstellen. Es war Urlaub. Wir liegen da nackt nebeneinander, lesen ein Buch. Es war einfach geil. Das kann man nicht anders sagen. 2 Stunden später irgend so ein Boot und wir nur so, oh, hoffentlich wir dachten halt, weil da war immer so ein gelbes Boot und wir dachten halt, dass die irgendwie mit Drohnen fliegen oder uns ausspähen und wir dann immer so nackt hinter dem Schnur, mein Gott, glaubst du, sie sehen uns und so. Ja, so viel dazu. Also Freunden und Familie empfehlen, ich würde es auf jeden Fall wieder machen, mit dir nochmal 14 Tage irgendwo. Nochmal Urlaub ist es einfach, oder? Also für mich schon auf jeden Fall. Also ich glaube, allein wäre jetzt nicht so meins, glaube ich, aber so fand ich es echt
war entspannt. Warum nicht nochmal? Ja. Vielleicht nicht das Gleiche, weil dann ist auch schon ein bisschen ausgelutscht. Aber irgendwie was anderes. Wenn es jetzt bei mir darum geht, ob ich sowas nochmal machen würde. Nein, ja, ist klar. Nee, es klingt halt für mich. Neues. Ja, für mich, also es klingt total dumm, wenn ich das sage, aber ich habe mich super oft einfach so gefühlt, als wäre ich auf meiner Reise. Ich habe gar nicht geschnallt, dass ich bei Seven vs. Wild bin, weil es hat sich angefühlt wie mein Alltag. Ich war da und habe einfach auch so geredet, wie ich halt immer bin, und manchmal ist mir so aufgefallen, so scheiße, ich rede so ein Müll, und wie viele Menschen das am Ende sehen und wie man wirkt. Und aber für mich hat sich das angefühlt wie Alltag, und ich habe es geliebt, und ich würde jedem da draußen empfehlen, geht raus, erlebt was, gerade in der heutigen Zeit. Es ist alles nur noch Social Media, es dreht sich alles um Geld, es dreht sich alles um Fame, es dreht sich alles darum, wer bist du, was denkt die Gesellschaft. So, mach einfach mal was für dich ganz allein, geh raus und genieß, erleb Abenteuer, geh weg. Und das ist das, was ich jedem empfehlen würde. Es muss nicht Seven vs. Wild sein, das ist ein geiles Abenteuer, aber es kann alles sein, jederzeit, einfach raus. Man erleben. Soll sich halt einfach Dinge trauen und sich nicht sagen lassen, also wenn man was machen will, dann macht es einfach und lasst euch nicht von anderen einreden, ja, das ist ein Scheiß oder das schaffst du eh nicht oder bla bla bla, das ist das Wichtige. Wenn du im Herzen irgendwie so das Gefühl hast, boah, ich würde sowas gerne mal machen, irgend so ein Abenteuer, Alter, dann mach's einfach, mach's einfach. Wenn du die finanziellen Mittel nicht machst, geh in den Wald irgendwo, also du schaffst es auch mit wenig Geld. Du bist das absolut perfekteste Beispiel dafür, wie du mit deiner Reise angefangen hast, mit wenig Geld. Das ist halt eine Ausrede, die man sich selber gibt, weil man halt ein bisschen Schiss hat oder weil die von außen einen einreden, dass man es nicht schafft. Mhm. Aber wenn du was wirklich willst, zieh durch und du wirst so stolz auf dich sein. Wirklich, das ist echt, wenn ich daran denke am Anfang, ich bin losgezogen mit 400 Euro, so viele Menschen immer, ja, Daddy zahlt, und ich sitze da auf dem Bauernhof um 5 Uhr morgens, irgendwie melk irgendwelche Kühe, damit ich da schlafen darf im Zelt. Und deswegen, ihr seid alle Maschinen da draußen. Ja. Geht einfach raus. Gebt einen Fick darauf, was irgendwelche Leute um euch rum sagen. Und ich meine das genauso, wie ich das sage. Weil wie oft gab es Menschen im Bekanntenkreis, nee, du schaffst das nicht, du bist nach 2 Wochen wieder da. Macht das für euch. Für euch, probiert es. Und wenn ihr scheitert, hey, geil. Scheitern ist dazu da, besser zu werden, daraus zu wachsen. Genau. Schien raus, so. Du jetzt. Okay. Macht mal. Oh Gott. Gut, weiter. Fazit ist, es ist eine geile Zeit im Leben war, die man einfach nie wieder vergessen wird und die man auch nie missen möchte. Das war einfach, Hanna, gib mir deine Hand. Das war ein schöner Urlaub mit dir. Ja. War hier ein schöner Campingtrip. Stark. Jetzt reicht aber auch wieder hier. Ist nur für die Kamera. Also vielleicht gestört, Lala. Sorry, ich liege da im Aufstand. Was sollen wir machen? Winken? Okay, tschüss. Das ist ja gleich so ein Scheiß. Als er es will, okay. Na, kann ich einfach sitzen bleiben? Ja, cool, machen wir so. Tschüss. Tschüss.